Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Ja, Kalu hat uns leider nicht gerettet im letzten Spiel. Und der Gegner hat, ja, ich weiß nicht so richtig, aber verdient gewonnen hat. Ist auch egal. Wir können die Zeit eh nicht zurückdrehen. Das eigentlich ärgerlich ist auch nicht, dass wir das letzte Spiel verloren haben, sondern dass halt uns ein Spiel geklaut wurde in der Saison. Und wir eigentlich halt noch ein Spiel jetzt hätten, wo wir halt mit einem Punkt dann die Klasse halten würden. Jetzt müssen wir leider wieder versuchen aufzusteigen. Ich hoffe mal, dass jetzt vielleicht wieder ein paar leichtere Gegner kommen. Und ich bin vor allem gespannt, was Bakker so abzieht. Ob der Lust hat oder ob der keine Lust hat. Wir schauen mal. Falls wir einen Gegner finden. Na. Komm schon, gebt mir einen Gegner. Wie gesagt, sind jetzt die letzten beiden Spiele für Inform Bakker, das Spiel und das nächste. Sollte er in diesen beiden Spielen keine Scorerpunkte erzielen, also gut anfühlen reicht nicht aus, sollte er keine Scorerpunkte erzielen, dann wird er definitiv verkauft und ich werde dann wieder zu meinem All-Time-Favorite Morata zurückkehren, wie es aussieht. Und jetzt hat das hier keine Lust, weil... Na? Na komm. Na, ist er. Ich glaube dann, beim letzten Spiel bin ich am Ende auch ein bisschen zu aggressiv geworden in der Verteidigung. Da könnte der Gegner mich zumindest besser austribbeln als am Anfang. Oha. Gegner spielt mit einem Tevez im Sturm. Ich glaube, gegen den habe ich einmal bisher gespielt und da hat er eigentlich überhaupt gar nichts gezeigt. Was haben die denn alle mit ihrem Diekmeyer als Rechtsverteidiger? Nur weil er schnell ist oder was? Der kann doch sonst überhaupt nichts. Verstehe ich nicht. Aber okay, eine Mischung aus Argentinien vorne und hinten Bundesliga. Also wird ihm nichts bringen. Inform Bakker will mich jetzt überzeugen davon, dass er es verdient hat, im Team zu spielen und es keinen Grund gibt, ihn zu verkaufen. Schauen wir mal. Oh, schade, hätte ich vielleicht einen steigen, einen straffen Pass versuchen sollen. Okay, der Pass war glücklicherweise nichts. Oh, das war wieder mal Glück bei uns. Natürlich wollte ich den drüber flanken, den Ball. Oh, das war eine krasse Annahme von Bakker, weil der Ball, der Pass war eigentlich viel zu straff aus der Distanz. Oh, schade. Ich hätte mich natürlich lieber erst gedreht und dann geschossen mit Bakker, aber die Zeit hatte ich einfach nicht mehr. Deswegen habe ich halt einfach direkt aus der Drehung geschossen, was immer schwieriger ist als... Komm! Und! Oh! Das war halt wieder ein Ball, wo ich sage, klar muss da nicht rein, aber wenn du halt eine Inform bist für 50.000 Coins, dann sollten die Dinger einfach öfters reingehen und das war einfach bisher nicht oft genug der Fall. Das hat er leider gut verteidigt, dafür, dass sein Abschlag richtig scheiße war. Oh ja, genau. Und jetzt rennt er alleine mit zwei Spielern aufs Tor zu, obwohl er es total verkackt hat. Glücklicherweise verkackt er dann auch den Abschluss. Das wäre aber auch sowas von überhaupt nicht verdient gewesen. Ich meine, wie gesagt, hat wie gesagt eigentlich alles schlecht falsch gemacht. So, Bakker, sehr gut. Ah, abgefälscht, aber gibt's immer in die Ecke. Ich wollte mal versuchen, ob ich vielleicht auf Fernandes, der da gerade schön reingelaufen ist, einen wunderbaren Pass spielen kann, eine wunderbare Flanke. Da kam sehr merkwürdig. Und Hernanes macht ihn nicht. Ich würde sagen, momentan sind wir definitiv der bessere Spieler.
Ist halt nur die Frage, ob das reicht, um hier am Ende auch zu gewinnen. Aber ehrlich gesagt, mehr als ob wir jetzt gewinnen, interessiert mich wirklich, ob jetzt Bagger mal wieder Lust hat, ein Tor zu machen. Oder halt wenigstens einen Scorerpunkt, also eine Vorlage. War ja auch erstmal nicht so schlecht. Rodriguez mit leichten Problemen. Okay, einmal für uns. Da bekommen wir den Ball sogar noch. Bagger wieder am Ball. Konnte sich dann gegen Naldo leider nicht durchsetzen. Sehr schön. Hätten wir auch so abgelaufen, denke ich. Kommt noch, sehr gut. Es laggt leicht, aber es ist noch gerade so, dass ich sage, okay, damit kann ich leben. Ich frage mich nur gerade, warum hier nicht gepfiffen wird. Also, meiner Meinung nach hatten wir jetzt schon einige Fouls. Gut gemacht von Alexandro. Und hier hätte Hernández einfach mal das Kopfball gewinnen müssen. Na, langsam nervt es mit den Lags, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar ein Elfmeter war. Bagger bleibt, das war auch wieder ein Foul. Es ist so krass, wie hier echt gar nichts gerade gepfiffen wird. Ich meine, diesmal wäre es halt ein Foul gegen mich gewesen, logischerweise. Das ist aber auch schon wieder so eng beim Gegner. Palacio auch schnell und nicht gerade abschlussschwach. Ballannahme war auch schon wieder kacke. Fuck. Sehr gut. Von Nainggolan. Nicht so gut von Lichtsteiner. Nicht so gut von Nainggolan. Nicht so gut von Barzagli, der sich aber direkt wieder gut macht. Oh, was mache ich denn gerade? Ich bin gerade richtig beschissen, also wir beide. Den Gegner auch, wie ich finde. Elfmeter, meine Freunde. Hallo, das war doch jetzt auch schon wieder klar ein Foul. Der pfeift wieder nicht sehr, Schiri. Ah, okay, er hat's gepfiffen, sorry. Es war halt nur kein Elfmeter. Ich überlege gerade, will ich mal die kurze Variante probieren oder will ich es einfach mit einer Flanke machen? Ach, ich weiß nicht so richtig. Und, ha, es hat geklappt, Perisic, nice, nice, nice. Oh, ein schönes 1-0, schönes 1-0. Oh, ein schönes 1-0. Damit lässt sich doch direkt viel besser leben. Da arbeitet sich Bagger den Ball, das war zumindest schon mal eine sehr gute Aktion von ihm, auch wenn er immer noch keinen Scorerpunkt hat. Oh, da haben wir Glück, dass da nicht reingeht. Aber natürlich war es auch wieder geil, wie vorher meine komplette Hintermannschaft überhaupt keine Lust hat, auch nur ansatzweise an den Gegner ranzugehen. Jetzt mal. Ich frage mich immer, wovon das abhängt, ob sie rangehen oder nicht. Schöner Pass von Bagger. Oh, gut von Sommer. Ich denke, wenn ich die Lex jetzt nicht gehabt hätte, hätte ich auch noch eine etwas bessere Position mit Kantreva erspielen können.
wie er halt einfach nur durchläuft und sich durchsetzt. Wäre natürlich sonst keine Ecke geworden, weil das uns rangegangen wäre, der Torwart. Sehr schön von Lichtsteiner. Sehr geil. Ah, knapp, knapp, knapp. Marquedira bleibt im Ballbesitz. Und es gibt eine Ecke. Ecken haben mir bisher nicht gefallen. Ich versuch's mal anders. Ah, es hat richtig geil geklappt, diese Schussdusche mit Basagli. Da hatte ich den Ball doch eigentlich schon. Boah, schön vorgelegt. Ja! Angeschlenzt und das Ding einfach mal ins kurze Eck gedreht. Was geht, Hernanes? Und da war einfach diesmal eigentlich Glück, dass er den Ball so schlecht angenommen hat und direkt in die Laufrichtung gelegt hat. Und zack, ich weiß nicht, der Tormann steht auch ein bisschen merkwürdig, oder? Also da macht die kurze Ecke ziemlich weit auf, der Sommer. Naja, egal, 2-0. Damit sollte ich relativ wahrscheinlich gewinnen, würde ich sagen. Gegner war jetzt nicht so krass. Was? Der Gegner bricht echt ab? Krass. Aber Bagger hat schon wieder nichts gezeigt, wirklich null. Ich glaube, ich werde ihn echt das zweite Spiel nicht testen, sondern werde ihn jetzt einfach verkaufen. Sorry, aber er funktioniert gar nicht mehr bei mir. Ich weiß nicht warum, also... Oh, ist das ärgerlich, weil er hat mir am Anfang so gut gefallen und so gut, wie er mir am Anfang gefallen hat, so wenig gefällt er mir jetzt. Aber ist auch merkwürdig, nach einem 2-0 jetzt schon abzubrechen, das Spiel. Warum das denn? Oh, nur 79% Passgenauigkeit bei mir, könnte aber vielleicht mit diesen kleinen Lags zu tun haben. Ja, 1-0, ich denke, also wir werden jetzt nicht noch ein Spiel machen. Ich denke, ich werde noch mal kurz mir die Stürmer angucken in der Serie A, vielleicht gebe ich auch nochmal einem anderen Stürmer die Chance. Ansonsten gehe ich halt zu Morata zurück. Aber wie gesagt, ich denke, ich werde erst nochmal gucken. Vielleicht teste ich auch nochmal einen Jovetic oder sowas. Den fand ich eigentlich auch recht interessant von den Werten her. Aber Bakka, sorry, aber funktioniert einfach nicht mehr bei mir. Also am Anfang super geil und ich glaube, ich hatte es noch nie, dass ein Stürmer am Anfang so dermaßen geil war und es dann im Endeffekt gar nicht mehr gebracht hat. Beim Bagger habe ich auch immer das Gefühl, dass er teilweise die Pässe einfach verkackt. Mehr als jetzt zum Beispiel Kalu oder sowas. Naja, mal eine kürzere Aufnahme, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Erstes Spiel, erstes Sieg, ist doch schon mal schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.